Jo, und willkommen zum dritten Level von Back to Saturn X. Das war wohl nix. Das ist der offizielle Titel. Das heißt so. So, okidoki. Jetzt kommt das Level Dingsterbums da. Ja, wo ich in Front of angegriffen werde. Keine Ruhe, jetzt mache ich kalt hier, dann mache ich alle. Was ihr könnt, kann ich so lange. Na, hopp mal her. Jetzt gehe ich hier direkt auf Konfrontationskurs. Okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch doch. Das war viel zu leicht, das ist ja viel zu leicht. Ha! Ihr seid doch keine Gegner für mich. Leute, ihr seid ja sowas von keine Gegner für mich. Ja? Oh. Einmal hoch hinauf und wieder runter. Ja, du bist vielleicht ein Gegner für mich. Aber alle anderen. Ich hasse es, warum stecke ich hier andere in der Wand drinne? Sag mal. So viel zu dem Thema. Gut, 33.000, da kann ich mir eigentlich gleich nochmal, wenn ich schon mal dabei bin, ich gönn's mir halt einfach. So, das Ding hole ich mir auch gleich noch und damit dürfte dann mein Konto wieder null sein. Ach so. Wobei, mir fällt gerade ein auf Weapons, Pistolen, dafür könnte es noch reichen. Jawohl. Hä? Schade, bin nicht mehr da. Habe ich mich gerade verlesen oder kostet das Ding echt 2003 Credits? Ja, 500 Preise eigentlich. Danke. Danke. Achso, ja, schon gleich, bekommen wir gleich immer lieben. Okay. Okay. Das sieht mir aus wie eine Falle. Das wäre Classic. Da drückt man und dann sind die beiden Dinger. Gut. Hier ist soweit alles ruhig. Heißt also, das ist mein neuer offizieller Safe Room. Dann speichere ich doch mal. Ja. Und greife, sobald ich gedrückt habe, instant die Flucht. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab auch die Kacke, auch die Kacke. Nö. Hier öffnet sich ja alles. Hilfe. Bitte geht weg, 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 bitte geht weg. Bitte geht alle weg. Ich sollte mir vielleicht mal alsbald diese Zielerfassung für den Raketenwerfer kaufen. That makes sense bei so vielen Gegnern. Warte. Boah, Alter. Oh, wie einfach durchschießt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Man bleibt doch einfach überall hängen. Nein? Ich kann jetzt noch schön kacken gehen. Ah, komm, 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 komm. Aha. So, jetzt komme ich nach oben zu euch. Und dann gibt's Bescherung. Na komm, fuck off. Ja, komm, komm, komm. Was ist denn hier unten, Junge? Hast du keine Hobbys? Hast du keine Freunde? Hast du keine Freundin? Und alles ruhig. So, ach, die rote Karte. Das schau mal an. Hat er jetzt auch durch den Knopf geöffnet oder kam das jetzt durch eine andere Aktion? Hier ist noch was? Achso, das ist der Fahrstuhl. Den kann man in die Hölle schicken. Und verschmoren lassen. Gut, okay, okay. Also, wie komme ich jetzt da hoch? Das war hier irgendwo.
Oh. Hä? Achso. Okay, gut. So, kommt man hier irgendwo lang? Nö. Hört mich noch sehr. Gut, hier ist ein Knopf. Oh! Danke. Ah, okay. Gehen wir. Ist auch ein Knopf. Ihr wisst, ich bin ein sanftes Gemüt. Aber wie schon Albert Einstein sagte, wie ihr mir, so ich euch. Wobei ich stark bezweifle, dass das Albert Einstein war. Kommt her, ihr kleinen, verzogenen, kleinen... Das ist Bullshit, da komm mal her. Was ist das jetzt? Immer dieser ungehobelten alten Säcke. So, jetzt waren wir hier, jetzt waren wir da. Ich will auch gar nicht in diese Tür rein. Aber scheinbar wird uns gar keine andere Wahl. Achso, das ist ja der Ort, wo wir kamen. So wie Carmen Jiber. Wer den Namen nicht kennt, sollte unbedingt Detektiv Conan gucken. So, hier oben braucht man die gelbe Karte, genau. Hier ging es auch und so weiter. Na gut, dann gehen wir halt doch durch die Abgründe. Ach du meine Güte. Warum hängen wir eigentlich Menschen an der Decke? Wer zum Fick hat die hier oben aufgehangen, hä? Ich meine, hier wird sich wohl kaum Dämonen hingestellt haben und erstmal eine Leiter aufgebaut haben. Ja, wobei, vielleicht gibt es ja doch unter diesen Dämonen ein paar Ingenieure. Ein paar, die Mathematik studiert haben. Siehste? Wer weiß, vielleicht ist ja Albert Einstein auch als Zombie wiedergeboren worden. Dann könnten die jetzt sogar Astrophysik entwickelt haben. Man weiß es nicht, aber ich speichere sich das einfach mal. Hallo? Alle Orte? Nein, 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 nein. Ich klebe los rein. Ach so, das ist ein Durchgang. Das ist ja nett. Haha. Gut, dann wiegel ich ihn mal ein. Das kann mir aber sogar helfen. Ich muss dafür sorgen, dass der jetzt dauerhaft auf mich schießt. Ja, perfekt. Ach so, ich stehe hier im. Haha. Na komm. Jawohl. What the fuck? Und gleich mal speichern. Kommt eine Treppe hoch. Okay. Ich nehme mal schon einen Punkt von vorhin aus schießen kann. Dann kann man hier hoch. Ja. Oh lol. Wo kommen die denn alle her? Wo muss ich jetzt. Ah! Hier geht's ja noch weiter. Nein, komm. Meine Zeit ist vielleicht abgelaufen. Schnell, ich muss vorhin. Ich bin auch immer, hä? Ach, lol, da löst sich ja alles. Schnell. Oh, Alter, das ist ja alles. Leute, lasst mich in Ruhe. Ich hab vorne Kinder. Tötet die. Ihr wisst es. Nein! Das war nicht gut, das war ganz gut. Bitte geh weg. Bitte. Dankeschön. So, erstmal Bestandsaufnahme. Da ist nicht auch noch weiter. Wo immer man da lang muss. Okay, das war's. Okay, da ist eine Waffe und die gelbe Schlüsselkarte. Na, das war dumm. Und ich wollte hier so schön durchslidern. So hier. Perfekt. Das war nice. Das war richtig. Energie. Ah, komm her.
So, hier soll man wahrscheinlich runterspringen. Was ist das hier? Oh. Also, ey, wach, du Kacke. Oh mein Gott, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Hier sind so viele Dinger. Was macht der jetzt? Ich brauch dich hier. Komm. Ja, perfekt. Alle weg. Ich sehe gar nicht mal, wo ich hinschieße. Ich hoffe, ja. Perfekt. Hä? Das sind jetzt die ganzen Gegner. Ich wurde doch krass von allen geschossen. Da ist noch eins. Oh. Ist schon machbar. Na gut. Ja, gut jetzt. Das sind Dämonen überhaupt. Ach, hier bin ich wieder. Wo bin ich jetzt weiter? Da ist auch noch gelb. Da ist auch noch gelb. Wo ist das? Ach, das ist der Durchgang. Lol. Ich muss sagen. Wow. Ich sollte hier nach oben, denn meine Energie ist fast zu Ende. Ja, meine Energie ist zu Ende. Da war nämlich noch ein anderes Sternchengebilde. Das hier. Oh. Na gut, da bin ich natürlich ultra langsam. Vor allem, wenn ich auf die Tüne mal offen zu gehen. Ich speichere mal ganz kurz. Okay. Und guck mal, wo ich jetzt weiter muss. So, hier ist eine Tür offen. Ich falle. Alter, das muss ja ein Erbing auslösen, wenn so ein Ronny da einfach runterspringt. Hier geht erstmal gerade offen weiter. Oh. Hallo. Und noch eins. Ist heute Bescherung oder was? Oh, das war's. Okay, hier vorne ist das Exit. Geh ich mal noch nicht rein. Hat jetzt sogar... Lol. Wie sieht Exit aus? Lol, die Kamera duckt sich zwar, aber ich drück mich gar nicht. Schade. Na gut. Dann entsteige ich mal dem Feuer. Das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Okay, Leute. Man hat ja die Eigenschaften von diesen Viechern. Ich speichere mal ganz kurz. Und dann... Ja, lol. Als ob. Ihr wisst, dass ich dafür überleben werde. Sobald ich auf meinem Trauma erwache, sind hier ganz, ganz viele. Was auch immer das. Ach du Scheiße, die folgen mir alle. Das wird ein Albtraum und ich bin gleich zu Ende. Ich bin gleich tot. Digga, die folgen mir alle instant und ich wusste es, die folgen. Die haben alle da. Was zur Hölle? Ey, hab ich die Punkte dafür? Nice! So kann man also Punkte farmen. Wo sind jetzt alle hin? Was? Ich habe gerade 6 Punkte bekommen für den. Also wirklich viele Punkte bekommt man für die jetzt nicht gerade. 3 Punkte gerade mal. Hat sich also nicht wirklich gelohnt. Funny ist es trotzdem. Okay, gucken wir mal. Ich habe letztlich instant angegriffen. Wir haben 12 von 30 Pits. Genau das meinte ich gerade. Heißt also, es fehlt noch mindestens ein Zirkel und ich höre auch noch von diesen Dingern. Also eine dumme Idee, alle abzuschlachten. 2 Secrets. Heißt also, eins fehlt noch. Ich guck mal ganz kurz durch die Map. Nein, das fehlt. Das Secret. Da ist der Startpoint. Das ist genau das, was wir geöffnet haben. Das ist dieser Fahrstuhl. Das war's denn aber auch. Es gibt hier nur 2 Secrets.
würde aber gerne hier noch rein. Ich könnte mich fast schwören, dass das verfehlt ist. Die Frage ist nur, wie kommt man da rein? Komm, komm. Na gut. Hier schon mal nicht. Ja, auch nicht. Ah ja, egal. Lassen wir das. Gucken wir hier nochmal schnell. Und dann war es aber auch. Oh! Ich wurde belohnt. Was? Was zur... You know what it is? Also ich höre noch so viel von diesen Viechern. Ich spreche mal ganz kurz. Oh Gott, das war sowas von los. Das war sowas von klar. Was habe ich eigentlich getan? Achso, da hatte ich vorhin nur deswegen so viele Punkte bekommen, weil so viele auf einmal gestorben sind, scheinbar. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob die sich gegenseitig umbringen. Weil ich weiß aus dem normalen Doom, also Doom 1 und Doom 2, dass sich die Viecher auch gegenseitig bekriegen können und damit auch gegenseitig umbringen können. Und da die hier ja so ein Damage haben, kann das durchaus sein, dass wenn einer blockiert, er damit andere auch noch mit in den Tod reißt. Fand ich wie so eine Staubexplosion, einfach so eine Massenkarambolage. Alter, ich will nicht mehr. Komm. Aber ist alles für ein paar Punkte. Außerdem habe ich jetzt ganz schön wenig Leben. Um nicht zu sagen, gar kein Leben. Ich guck mal nochmal ein bisschen wegen Munition. Boah, das war's dann auch schon. Ein bisschen Punkte im Austausch für ganz Leben. Allerdings gibt es ja noch überall ein bisschen Nomination. Health. Oh ja, 113. Es geht. Egal, ich gehe einfach mal zum Ziel. Wobei ich auch noch welche höre. Und auch welche sehe. Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Habe ich jetzt alle 163 von 163. Okay. Ich habe schon bessere Tage gesehen. Ich habe 70% Leben und keine Rüstung. Okay. Und das nächste, was ich nicht tun sollte. Genau deswegen. Ah, das ist aber gut. Und das ist wieder nicht gut, das ist auch wieder nicht gut, das ist mittelmäßig gut, brauche ich das eigentlich nicht. Ach komm, leck mich. Verschwende hier zu viele Punkte. Dankeschön. Kriegst du ja eine Macke, kriegst du da. Und speichern. Sieht geil aus. Wer wird aber das nächste Mal drum kümmern? So. Na dann. Ciao. Mit Y.